In diesem Video möchte ich an einem konkreten Beispiel zeigen, wie man sich in Video Vision 2023 und in Stages 2023 eigene Mini-Vorlagen erstellen kann. Das demonstriere ich an einer beliebten Darstellungsform für zwei Hochformatbilder. Du kennst sicher den Bild-vor-Bild-Effekt. Um ihn anzuwenden, ziehst du ihn zum Beispiel direkt auf ein Hochformatbild in der Timeline. Intern wird im Effekt einfach das Bild vom Vordergrund noch einmal im Hintergrund gezeigt. In den Effekteigenschaften kann ich dann bestimmen, wie das Bild im Vordergrund dargestellt werden soll und wie das Bild im Hintergrund aussehen soll. In Version 2023 findest du in den Mini-Vorlagen bereits verschiedene Einstellungsvarianten. Mit einem Klick auf Standard erhältst du die Ausgangsvariante des Effektes, so wie du ihn eingefügt hast. Mit Voriges erhältst du den Zustand, mit dem du die Mini-Vorlagenauswahl betreten hast. Diese Varianten können bei Bedarf noch weiter verändert werden und auch als eigene Mini-Vorlage gespeichert werden. In Photo Vision kannst du zwar mitgelieferte Mini-Vorlagen verwenden, aber keine eigenen speichern. Das Speichern eigener Vorlagen ist erst ab der umfangreicheren Video Vision-Version möglich. Mini-Vorlagen findest du an vielen Objekten und Effekten, zum Beispiel am Farbverlaufsobjekt oder auch bei den Live-Effekten, wie zum Beispiel hier der Farbverschiebung. Nun zu unserem Beispiel aus dem Intro. Es zeigt gleich zwei Hochformatbilder vor einem bewegten Hintergrund. Diese Variante besteht aus einem Foto in einem Bild-vor-Bild-Effekt und einem zweiten Hochformatfoto davor. Zunächst baue ich den Effekt einmal ganz neu. Ich ziehe den Effekt aus der Toolbox auf das Foto. In den Eigenschaften nehme ich die Einstellung vor. Der Randabstand soll 10% betragen. Dieses Bild möchte ich nun links haben. Dafür markiere ich das Bild und gebe in der manuellen Eingabe für die X-Koordinate 30% ein. Damit steht das Bild links und wird im Bild-vor-Bild-Effekt auch links angezeigt. Das zweite Hochformat-Foto lege ich jetzt unter den Bild-vor-Bild-Effekt. Für das Bild gebe ich in der manuellen Eingabe die X-Koordinate bei 70% an und ich ändere noch die Höhe auf 90%, damit das Bild von der Höhe passend zu meinem anderen Bild ist. Das war's dann eigentlich schon. Ich speichere drei Mini-Vorlagen ab. Als erstes die für mein rechtes Bild. Dafür markiere ich das Bild in der Timeline, gehe zu den Eigenschaften und auf das Diskettensymbol. Ich gebe einen Titel an, Hochformat rechts mit 90% Höhe. In diesem Bereich gebe ich an, welche Eigenschaften mitgespeichert werden sollen. Dazu gehört die Ausrichtung, die Position und der Bewegungspfad. Die hier gespeicherten Eigenschaften erhält auch ein anderes Bild, sobald ich die Mini-Vorlage darauf anwende. Meine soeben gespeicherte Vorlage sehe ich jetzt auch in den Mini-Vorlagen bei den eigenen Vorlagen. Jetzt speichere ich meine zweite Mini-Vorlage und zwar für das Bild links. Ich vergebe wieder einen aussagekräftigen Titel und markiere die Eigenschaften, die in der Vorlage gespeichert werden sollen. Und dann speichere ich noch die dritte Mini-Vorlage, und zwar für den Bild-vor-Bild-Effekt. Ich vergebe wieder einen passenden Namen. Und hier müssen nur die Skriptwerte, also die Effekteinstellungen im Gesamten und das Seitenverhältnis sollen hier übernommen werden. Mit diesen drei gespeicherten Mini-Vorlagen kann ich jetzt ganz schnell auch auf meine weiteren Bilder die Effekte anwenden. Ich markiere in der Timeline also das Bild, das im Bild-vor-Bild-Effekt dann links stehen soll, sage ihm das durch die Mini-Vorlage für das Hochformat links, dann wende ich den Bild-vor-Bild-Effekt auf dieses Bild an und sage, wie der Bild-vor-Bild-Effekt aussehen soll. Und zwar soll das die Vorlage mit den 10% Randabstand sein. Dann setze ich mein rechtes Bild unter den Bild-vor-Bild-Effekt
und gebe hier auch wieder die Mini-Vorlage an, und zwar hoch rechts. Und weil es so schön schnell geht, noch einmal. Ich sage wieder dem linken Bild, dass es mit der linken Vorlage arbeiten soll. Wende den Bild-vor-Bild-Effekt an. Sage, welche Variante genommen werden soll. Und gebe dem rechten Bild auch wieder seine Eigenschaften über die Mini-Vorlage. In Sachen Gestaltung sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Du kannst verschiedene Bildeffekte anwenden, zum Beispiel Rahmen oder Farbeffekte. Oder du kannst die Bilder drehen oder mit Bewegungspfaden versehen. Und du kannst diese Bildeffekte natürlich auch gleich in der Mini-Vorlage mitspeichern. Nutze die Mini-Vorlagenfunktion, um dir Arbeitsschritte zu erleichtern und zu sparen und schneller zu gestalten. Und vielleicht erstellst du dein nächstes Projekt ja auch einmal komplett nur mit dem Bild-vor-Bild-Effekt. Viel Freude beim Nachmachen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!